Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikinger-Freunde zu Cultures, der Entdeckung Vinlands. Ja, ich habe schon mal auf Speed gestellt, damit wir die Mission schnell abschließen können. Also wir sind immer noch in der Mission Mississippi. Aber nicht mehr lange, weil wir liefern ja jetzt das Bier, was noch benötigt wird, an die Plattfüße. Immer schön 5 Bier. Und da die Plattfüße nicht so weit weg sind, dürfte das recht schnell gehen. Sind ja nur 10-mal hin und her. Jetzt nur noch 9-mal. Könnte eigentlich einen zweiten Händler einstellen, um das Ganze zu beschleunigen. Hätte ich dafür gerade einen Träger übrig. Hm, ihn hier. Ja. Weil Waffen brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr herstellen, da wir es ja geschafft haben, Frieden mit den Langnasen wieder zu schließen, dadurch, dass wir ihnen Zeug gegeben haben, das sie friedlich gestimmt hat. Oh, hier liegen einige tote Bisons. Dann können sich die beiden Indianerstämme nachher ohne uns um die Bisons streiten. Obwohl, wenn ich es mir so ansehe, hier sind überall Bisons. Hier oben sind Bären, das sind keine Bisons. Hier sind Bisons. Ja, eigentlich müssten das genug Bisons sein, damit zwei Indianerstämme damit klarkommen könnten. Und so gibt es ja auch noch anderes Jagdwild. Hm. Weil scheinbar können Indianer keinen Ackerbau betreiben wie wir. Hm. Das ist doof für die, nicht für uns. Wir haben dadurch kein Nahrungsproblem. Wir haben eher Nahrungsüberschuss bis zum geht nicht mehr. Aber ja, wie ich gesagt habe, ich schnapp mir meinen zweiten Träger. Mach den auch zum Händler. Und lass ihn auch Bier transportieren. So geht das viel, viel schneller. Weil meine Bierproduktion läuft. Wir haben genug Bier. Sowieso. Irgendwie finde ich, dass heute die Lautstärke etwas laut ist. So, das ist angenehmer. Das ist zu viel gewesen. Das war der falsche Regler, den da suche ich. Gut. So, Bier haben wir schon mal 10 von 50, also fehlt noch 40. Dafür kriegen wir Leder. Machen wir neue Schuhe. Nee, da haben wir ja jetzt genug dafür. Ja, und alles ist fast schon alles ist straßenvernetzt. Ah, sehr gut. Bier. Ja, ich möchte gucken, dass ich die Mission dann halt so schnell wie möglich abschließe. Ganz ehrlich, tue ich mit den Musikoptionen den Pegel von meinem Lautsprecher beim Mikrofon einstellt, das ist auch toll. Hiermit nicht, also mit dem Geräuschlautstärke nicht. Und ja, ich habe gerade den Pegel von meinem Mikrofon auf dem zweiten Bildschirm, deswegen sehe ich das.
Ja, jetzt gerade mal so out of Spiel. Catchers aufnehmen ist doch nicht ganz so einfach. Muss ich euch ehrlich zugeben. Nicht nur, dass ich mit der Open Broadcast Software das Fenster nicht selber gecaptured kriege, sondern den ganzen Bildschirm aufnehme. Und den dann immer zurechtschreiben muss, wenn wir im Hauptmenü sind. Jetzt mal, um ein bisschen Zeit totzuschlagen, bis die Biere kommen, kann ich euch ja darüber erzählen. Ich habe auch das Problem mit dem Soundpegel. Dass mir das Spiel irgendwie immer beim Starten, während ich im Hauptmenü bin, den Soundpegel auf 100 hochdreht. Und ich ihn dann auf 30 wieder runterdrehen muss. Weil ich sonst übersteuere, was ihr sicherlich schon mal gehört habt. Wofür ich mich auch entschuldige. Okay, Hälfte am Bieren ist geliefert. Aber für euch nehme ich die Mühe gerne auf mich. Und weil Catchers eigentlich ein sehr cooles Spiel ist. Hat ein paar Siedler-Aspekte, aber hat genug eigenen Flair dadurch, dass wirklich alles noch authentischer ist. Ich meine mit Wohnhäusern, mit Familien, die Kinder kriegen und die ganzen Produktionsketten. So, 25 Bier ist geliefert. Die da sind immer noch freundlich mit uns. Ja. Stinkender Dachs, jaulender Kojote und stille Eule. Da ist ein Rechtschreibfehler. Da steht jaulenden jaulenden Kojoten. Das klingt doch so, als ob es zwei Häuptlinge wären, die jaulenden Kojoten. Weil hier vorne steht ja immer... Also hier sieht man auf der Map, wo sie ihre Lager befinden. Und hier vorne sieht man dann immer in der Übersicht den Namen des Häuptlings oder des Anführers. Wie stinkender Dachs führt die Langnasen an, stille Eule die Nachtjäger. Und so wie es aussieht, führen die jaulenden Kojoten die Plattfüße an. Das finde ich auch immer übrigens ganz nett. Das ist leider so ein Teil des Flairs, der mit Catchers 2 dann verloren gegangen ist. Und die Knuffigkeit der Wikinger. In Catchers 2 sehen die Wikinger halt eher aus wie Zwerge fast schon. Wir haben an vielen Stellen schon schön viel Überproduktion. Wir haben sogar schon eine schöne Überproduktion an Schuhen. Das heißt, hol Wolle. So, noch 2 Pfunden Bier fehlen. Und dann haben wir es geschafft. Und jetzt, da ich weiß, dass ich meinen Mikrofonpegel in-game manipulieren kann, brauche ich auch keine Katzen mehr machen. So, Schäfchen werden schön geschoren. Für mehr Wolle.
Ach ja, du findest ja gerade kein Eisen mehr. Also schürf mal wieder nach Eisen. Auch wenn wir wohl jetzt gleich fertig sind, oder? Ja, wenn die nächste Lieferung an Bier eintrifft, was gerade der Fall ist, weil Swain sie bringt. Ihr habt noch euer ganzes Bier, das ist gut. Ihr auch, so wie es aussieht, ja. Und ja, die Frauen, die gehen immer weiter in den Süden, um Essen zu finden von den Wikinger, von den Indianern. So, da kommt das letzte Bier an. Ein Sammlerzelt, okay. Ja, ein bisschen erfüllt. Die Asen schienen über uns zu wachen. Tatsächlich erhielten wir vom Häuptling der Wienländer im Austausch gegen die von uns gelieferten Waren den Sonnensplitter überreicht. Unsere Suche war damit beendet. Wir konnten uns wieder auf den Rückweg machen und zu den Männern und zum Schiff zurückkehren. Ja, das klingt jetzt gerade irgendwie leise. Aber Mission erfüllt. Wir können ins Hauptmenü zurück. Ja, es sind schon 3 Tage um. Na, es sind gerade mal 12 Minuten. Gut, damit haben wir... Kann ich das eigentlich auch hier? Ja, kann ich auch hier manipulieren. Das ist sehr nett. So, steck mal. Stell ich mal die Lautstärke für Geräusche so ein, oder? Ja, so. Weil jetzt kann ich ja gerade ein bisschen im Hauptmenü rumspielen, ohne dass ich hier übersteuere. Gut, Kampagne. Texas. Die Wikinger müssen eine Wüste durchqueren und machen dabei eine erstaunliche Entdeckung. Und ja, ich bin wieder auf 100. Also start, da habe ich nicht viel, sondern starte rein. Am Morgen, da wir unseren Rückweg zum Schiff antreten wollten, verdunkelte sich plötzlich der Himmel. Heftige Regenfälle und schwere Winde zogen über unser Lager hinweg. Thor, der Donnergott, schmetterte unablässig Blitze zur Erde und ließ Midgard unter seinem Hammer erbeben. Es war ein Unwetter, wie es selbst die Ältesten nur selten hatten wüten sehen. Doch so heftig es auch war, so schnell verschwand es auch wieder. Um die Mittagszeit hatten die Asen bereits die Wolken vom Himmel gefegt und der Regen hatte aufgehört. Als wir uns dann endlich auf den Weg machen wollten, mussten wir entsetzt feststellen, dass der Sturm die Flüsse und Bäche hatte steigen lassen. Wo zuvor noch ebenes Land und trockene Pfade waren, strömte nun ein reißender Fluss, der uns den Rückweg versperrte. Uns blieb nichts anderes übrig, als uns weiter nach Westen zu wenden und tiefer ins Landesinnere vorzudringen. Wir hofften, die Fluten umgehen zu können und so unsere Kameraden zu erreichen. Je weiter wir marschierten, desto heißer und trockener wurde die Luft. Bald schon lösten vertrockneter, felsiger Boden und knöcherne Bäume die bisher so üppige Vegetation ab. Dennoch beschloss mein Vater, dem eingeschlagenen Weg weiter zu folgen. Ob es eine Vorahnung war, die uns hierher geführt hatte, oder ob die Götter uns einen Streich spielen wollten, ich weiß es nicht. Was sich jedoch plötzlich vor uns auftat, ließ uns allen den Schreck in die Glieder fahren. In einer flachen Senke, direkt neben einem kleinen See, lag eine alte Wikinger-Siedlung. Zerstört und verlassen, aber eindeutig von Menschen aus dem Norden gebaut. Zuerst befürchteten wir, sie könnte von unseren Kameraden stammen, die wir auf dem Schiff zurückgelassen hatten. Doch als wir die Trümmer näher untersuchten, fanden wir keinerlei Spuren, die uns darauf hätten schließen lassen. Die einzige Erklärung schien zu sein, dass bereits vor uns Wikinger dieses Land jenseits der Midgard-Grenze entdeckt
und hier eine Siedlung errichtet hat. Keiner von uns hatte je von einer solchen Expedition gehört. Und doch waren diese Gebäude da. Sie standen vor uns und wir konnten sie greifen. Zwischen den Trümmern fanden wir einige Pfeile und Speere, wie sie die Wienländer verwendeten. Es hatte offensichtlich ein heftiger Kampf stattgefunden. Und wir nahmen an, dass die Skrälinge die Wikingerleute getötet hatten. Den Spuren nach konnte dies noch nicht allzu lange her sein. Daher beschlossen wir, hier unser Lager aufzuschlagen und uns zum Kampf gegen die Wienländer zu rüsten. Wir wollten unsere gefallenen Brüder rächen. Das war das Mindeste, was wir für sie noch tun konnten. Mhm. Finde die Wienländer und vernichte sie. Oh, wir kriegen das große Hauptlager. Aber erst einmal, nachdem ich was draus gelernt habe.